Große Jubiläumsparty bei den Deutschen Meisterschaften im Equality-Tanzsport. Im Sportzentrum der Tongemeinde in Berlin 1848 ist die Stimmung an diesem Wochenende gigantisch. Denn nicht nur die Ausrichtertanzgruppe Pink Ballroom feiert Jubiläum, sondern auch der Verein selbst und der Deutsche Verband für Equality-Tanzsport haben Grund zu feiern. Diese ganz besondere Atmosphäre bekommen auch das Tanzpaar Daniela Weber und Martha Protz zu spüren. Es ist schon toll, auch die ganzen Leute zu treffen und so. Ja. Also es ist sehr, sehr freundschaftlich, es ist eine große Familie und dann ist es natürlich auch Wettkampf. Bei dem Wettbewerb der gleichgeschlechtlichen Paare kann sich das eingespielte Team aus Berlin beweisen. Sie verzaubern nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury mit ihren Paartänzen und können sich einen Platz auf dem Treppchen sichern. Ich habe das nicht so eingeschätzt, dass wir da gewinnen könnten. Und umso mehr, glaube ich, haben wir uns beide auch gefreut. Ja. Und zudem mit dem Aufstieg ja auch mal wieder A-Tanzen macht natürlich auch Spaß. Der Spaß steht auch bei Jan Jules Himme vom Pink Ballroom im Vordergrund. Seit 13 Jahren ist Jan Teil der Tanzgruppe und genießt es an diesem Wochenende ganz besonders, über das Parkett zu tanzen. Also das ist für mich das Größte, wenn ich das Gefühl habe, okay, Leute haben Spaß und genießen das, was sie anschauen können oder werden motiviert, auch selber zu tanzen. Am Abend wird der Anzug gegen ein Clownskostüm getauscht und in dem Wettkampf der Showgruppen liefert Jan mit einer unglaublichen Performance ab. Die Swinging Sisters tanzen sich auf den 3. Platz und hätten nicht glücklicher über den Ausgang des Wettbewerbs sein können. Und da so wirklich in der Atmosphäre zu spüren, den ZuschauerInnen hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir selber hatten super Spaß, wir konnten danach zusammen anstoßen, uns gegenseitig beglückwünschen. Der Jubel scheint an diesem Abend gar nicht mehr aufzuhören. Doch das wundert nicht, denn die Veranstalter haben mit ihren vielen Jubiläen und ihren einzigartigen TänzerInnen die Deutschen Meisterschaften im Equality-Tanzsport zu etwas ganz Besonderem gemacht.